So, willkommen zur Folge Tag 7 und 8. Ich habe übrigens, bin gerade dran, ne? Also ich habe Escape schon gedrückt, sorry. weil ich hier noch ein bisschen am Rumräumen war. Ich finde diese blöde Chat nicht. So, ich pack mal die raren Sachen hier so ein bisschen rein. Gut. Kann ich das mal machen? Mit. So, machen wir es mal so. Das mit. Das ist eine Tasche, ja, die hat. Pflanzen wir mal ein paar Bäumchen. Ich bin gerade so ein bisschen confused. Warum? Was hast du denn? Ich schätze, wie man die noch macht. Wie hast du bei Structures, bei diesem Holzhammer, ganz oben? Ah. So, ich möchte mir jetzt mal eine Schaufel bauen. Dazu habe ich jetzt natürlich alles weggelegt. Ich nehme jetzt mal hier von allem mal so ein bisschen was mit. Das sind ja diese Standardmaterialien. So. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Machen wir das mal so. Ich weiß, ich hatte beim letzten Mal eine zweite Truhe gebaut. Das war totaler Schwachsinn, aber egal. So. Und eine Spitzhacke baue ich auch nochmal. Machen wir uns nochmal. Jetzt will ich das nämlich mal ausprobieren. Hä? Ah. Das ist ja interessant. Das wollte ich gerade nicht. Was verstehst du denn jetzt gerade nicht? Ich habe eine Chest gebaut. Ja, die musst du aber sofort platzieren. Ja, die sind, mir sind auch 5 Punkte weggenommen worden. Aber ich habe hier nichts. Die musst du auch sofort platzieren, ne? Also die musst du sofort in die Umgebung drücken. Die kannst du nicht in dein Inventar packen. Ja, geil. Ja, so muss man natürlich auch was wissen. So. Dann platzieren wir die mal hier. Wir machen jetzt mal hier so ein kleines Lager. Da, da und da. Hacken dann hier die Bäume weg. Die wollen wir hier nicht haben. Ich bin ja auch jetzt Bäumchen am Hacken. Ja, ich versuche mir jetzt so ein kleines Lager zu bauen. Ich habe ja an diesem Übergang jetzt hier mich hier eingenistet. Ja. Und das sieht jetzt folgendermaßen aus, dass ich rechts davon die ganzen Bäume jetzt pflanze, die ich dann später brauche oder eben abhacken kann. Und links davon pflanze ich jetzt diese Grasbüschel. Und dann werde ich mir noch einen guten Ort dafür aussuchen, wo ich dann diese Zweige abernte. Ups, ja. Ach, jetzt ist meine Axt weg. So, da habe ich schon eine neue. Ich hatte auch gerade meine Axt weg. Immer gespannt, wie viel man so braucht. Aber erstmal alles wegmachen. Kann ich denn mit der Schaufel die Dinger hier rausholen? Ist ja interessant. Dann habe ich mich hier diese doofen Baumstümpfe nicht mehr rumliegen. Und schwupp. So. Du auch weg. Das ist ja schon mal cool. So. Oh scheiße, die wären ja schon mega. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das hier wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht mal so schlecht ist, was ich hier mache. Aber meine Schaufel gibt gleich schon den Geist auf. Ja, die Spinnen, die sind natürlich übel. Fies. Ganz, 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 ganz fies. Aber da habe ich dir ja schon einen Tipp gegeben, ne? Rüstung bauen und gib ihm.
So, jetzt wird's bei mir schon langsam wieder Nacht. Boah, bei mir auch. Das ging aber flott, Ja, ich gehe jetzt mal hin. Hast du schon mal das große Lagerfeuer gemacht? Nein. Ich arbeite nur mit dem Kleinen momentan. Alter, wo kommen die ganzen scheiß Spinnen jetzt her? So, da legen wir jetzt direkt ein paar Holzscheite rein. So. Und hier setzen wir die Plant. So, muss ich was war das denn? Wo kam das Vieh denn jetzt her? Von da unten? Warum kommen die denn auf einmal? Was soll das denn? Fuck, erstmal. Bei mir sind gerade so Wildschweine angelaufen gekommen. Okay. Die mich beinahe gekillt hätten. So. Aber da ich ja jetzt weiß, wie ich damit umzugehen habe. Nein. So, Monsterfleisch habe ich jetzt natürlich bekommen, was ich meiner Maschine wieder geben kann. Was ich dir noch sagen wollte. Ja. Es gibt hier wohl seit einem neuen Patch, der vor anderthalb Wochen oder so rausgekommen ist. Ich habe mich ja mal ein bisschen schlau gemacht. Ja. Viecher, die deine Truhen rauben. Okay. Das heißt, Truhen sind zwar schon mal eine sichere Art zu lagern, ist aber nicht das Nonplusultra. So, hier packe ich jetzt mal ein paar Holzstückchen rein. Ich habe so viele. So. Pflanzen dann. Gerade gucken. Da ist noch ein Spinnenspawner. Das muss ich noch... Also ich will jetzt erstmal die Insel, auf der ich bin, komplett ausplündern. Dann gehe ich erst weiter. Also ich mache mich gar nicht groß erst auf die nächsten Inseln und so. Und ich habe auch gesehen in der Aufnahme, du hast doch von so Schweinen geredet, die aus so komischen Häusern kamen. Die waren es nicht. Also die kenne ich nicht, ne? Wollte ich dir nur mal so sagen. Ich weiß nicht, ob die böse oder nett sind. Ich habe irgendwie gerade das Problem. Du hast ja an der Seite, was du auswählen kannst, was du eventuell machen möchtest. Ja. Oh, Saving. Und, habe ich auch, also brauchst nicht pausieren. Mein Problem ist, der zeigt mir jetzt immer hier zum Beispiel dieses Locksuit an, weil ich gar nicht bauen wollte, was der jetzt immer gebaut hat. Und ich kann aber nichts anderes mehr jetzt gucken. Weil das geht. Drück mal gerade Pause. Und dann komme ich mal eben schnell zu dir rüber. Wir lassen die Aufnahme mal laufen, wir schneiden das dann einfach wieder raus. So, da sind wir wieder. Problem gelöst. Ja. War ja dann doch einfacher als gedacht. Ja, einfach neu laden. Ja. Also wenn das Problem nochmal besteht, wissen wir, wie wir damit umzugehen haben. Ja. Ich finde doof, dass man das Backpack nicht irgendwo hinpacken kann, sondern dass das da immer so rumliegt. Bisschen doof. Nein, nicht ans Feuer legen. Droppt's mal dahin. So. Okay. Dann wollen wir uns doch mal jetzt auf die Suche machen nach diesen blöden Spinnen. Ich höre hier auch schon wieder irgendwo so ein Schwein. Ah ne, das war das Häschen. Hatten wir doch jetzt ein Wort, oder ne? Boah, wie viele kommen denn da raus? Boah, krass. Kann man denn noch machen?
Ah, geh! Geh, geh, geh! Boah! So. Boah, da kamen gerade bestimmt 12 Spinnen raus. Hä? Bei mir. Was ist das? Was? Fuck! Kann ich das damit auch kaputt machen? Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt! Boah. Toll. Naja, gut. Nochmal weit gucken. Boah, er richtig krass. Bei mir kam gerade aus einem so ein scheiß Ding bestimmt 12 Spinnen raus. Boah. Und ich habe gerade einen Fehler gemacht. Zwar? Ich habe versucht, die Tasche, die doppelt ist, ja, in die Truhe reinzupacken. Ja, das geht ja aber nicht. Das habe ich jetzt auch denn müssen. Und dadurch wird mir jetzt die Tasche immer nur angezeigt und nicht mehr die alte. Das heißt, mein Essen ist weg. Meine ganzen Karotten nur noch. Ich hätte einfach die neue, die Tasche, die ich aus Versehen gerade eben gebaut habe, in die Research-Dingens reingepackt. Ich bin jetzt hier wieder auf Nahrungssuche. Boah. Mega krass, was hier gerade abgegangen ist. Boah, 12 Spinnen, das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Ich muss jetzt gleich erstmal wieder sehen, dass ich was zum Futtern krieg. Ja, ich bin auch schon dabei. Spitzhack habe ich noch, dann baue ich mir nochmal eine Schaufel und ich baue mir vor allem nochmal so eine Dingens hier. Speer. Oh, die Spinnen laufen schon tagsüber hier rum. So. Ja, rumlaufen ist ja kein Problem. Die greifen dich ja nicht an, solange du die nicht angreifst. Kann ich eigentlich auch die Dinger hier ausheben? Ach Gott, das geht. Blödes Scheißvieh, bleib doch stehen. Pisshase. Oh, bei mir wird schon wieder dunkel. Ja, bei mir gleich auch. Also bei mir ist ein bisschen Verzug dann drin. Aber das ist ja egal. Wir haben ja sowieso gesagt, dass wir... Also es lohnt sich, große Feuerlager zu machen. Bleibt das erhalten oder was? Das feuert zwar nicht. Ne? Ja. Also da musst du schon noch so ein Holz reinmachen. Ja. Aber da ist immer dein Feuerkranz aus Stein. Okay. Musst du das dann wieder anzünden, oder was? Du musst nur das Ding wieder anzünden, wenn nicht. Aber das bleibt für ewig dann hier? Ja, das steht jetzt immer hier. Und wie zünde ich das an? Mit einer Fackel, oder was? Ich habe das jetzt nochmal erstmal mit einem Holzstamm gemacht. Ja gut, dann mache ich das jetzt auch einfach mal. Ist das bei dir schon mal ausgegangen? Ja, das geht aus. Ach so, okay. Ja, dann ist ja gut. Das ist ja geil, danke. Für den Tipp. Weil wenn man da mal eben schnell Fleisch oder sowas kochen will. So, jetzt will ich mal hier die Waffen kümmern. Ich will gerade mal gucken, ob ich Truhen umplatzieren kann. Okay, das muss man also erforschen. Holzscheite. So. Punkte machen. So, was brauche ich denn dafür, um das umzuplatzieren?
war das denn? Das habe ich auf jeden Fall irgendwo gesehen. Hast du dir schon Sleep Dart geholt? Nee, noch gar nicht. Ah, Hammer. Ach, jetzt habe ich keine Steine mehr. Verdammt. Na egal. Brauche ich hier erstmal keine Sachen reinpacken, ne? So, jetzt habe ich hier mein... Ja. So. Zwei. Auch. Oh. So, bei mir ist jetzt Tag. Bei mir noch nicht. Okay, dann mache ich auf Pause. No. Können wir auch noch kochen? So, jetzt ist bei mir auch Tag, dann pausiere ich auch eben. Und damit sind die nächsten zwei Tage schon rum. Es geht ja unglaublich schnell. Ja, Tag 9 angebracht. Jetzt bricht jetzt an. Ja, also war bei mir auf jeden Fall richtig dick Action gewesen. Ja, bei mir nicht. Bei mir war ruhig, weil ich muss mich noch so ein bisschen zurechtfinden, wo ich was finde zum Craften, sage ich jetzt mal. Ja, das ist bei mir auch noch nicht drin, aber langsam komme ich zurecht. Ich versuche jetzt in der nächsten Folge wieder meine Lebensenergie ein bisschen aufzufrischen, damit ich mich dann dem nächsten Spinnennest nähern kann, weil wenn das immer mehr werden, dann holla die Waldfee. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Ja, noch irgendwas abschließen? Nö, ne? Nö. Dann wünschen wir euch natürlich noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt 16 Uhr oder 15, nee, 16 Uhr Don't Starve, hier im Battle mit uns. Tag 9 kommt schon. Das hat man, ne? Tag 9 finden wir, gucken, wie viel wir schaffen. Ne? Ja. Also dann, liebe Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.